Problem ist, das Ding kippt um bei dem ganzen Wind hier. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee. Ja, hallo liebe Freunde des Luftkamerasports. Wir sind hier in der Natur, es ist Herbst, die Bäume färben sich und wir wollen jetzt heute mal testen, was die neue GoPro Hero 4 Black Edition in 4K auf die Beine stellt. Dazu haben wir einen Quadrocopter, wo wir das Ding drunter schnallen werden. Warten jetzt noch ein bisschen darauf, dass die Sonne kommt. Ich bereite jetzt mal soweit alles vor und dann werden wir mal sehen, wie die Auflösung dann in der Praxis aussieht. So, die Kamera ist schon mal vormontiert, die Sonne kommt gerade raus. Wir starten jetzt mal hier auf dem Parkplatz, wo ein bisschen Platz ist von den Bäumen. Wir werden dann über die Bäume hinwegfliegen und dann mal eine Runde über den See drehen. Mit der GoPro Hero 4 Black Edition werden die Bilder in der 4K-Auflösung gestochen scharf. Sogar bei einem 200% Zoom ins 4K-Bild ist immer noch eine Full-HD-Qualität gegeben. So, hier fehlt der richtige Flug- und Landeplatz. Das Problem ist, dass die GoPro relativ eng drunten hängt und wenn man hier so einen unebenen Untergrund hat, dann haut die relativ schnell ins Laub rein oder macht die Linse schmutzig. Muss man ein bisschen aufpassen, aber mal gucken, die Perspektive sieht hier ganz cool aus. Mal sehen, ob wir hier durchfliegen können. Scheiße, wo soll ich das Ding hinstellen? Ich brauche einen Opfer, der die hält zum Starten. Der sich die Hände abrasieren lässt. So, ich starte die GoPro. Quadrocopter wird gestartet. Das ist ein Laubsauger der besonderen Art. Auch bei starkem Wind ermöglicht das 3D-Gimbal ein absolut ruckelfreies Bild. Gekoppelt mit der 4K-Auflösung entstehen so fantastische Luftaufnahmen. So, ich bin jetzt gefühlte 3 Jahre älter geworden. Das waren die ersten Testaufnahmen mit der GoPro 4, Hero 3 Black Edition, Schnickschnack sowieso, also mit anderen Worten, dem neuen teuren 500 Euro waren es gewesen, Teil. Und bin mal gespannt, ob es wirklich das Geld wert ist. Das Menü ist katastrophal, die ganze Handhabung ist schlimm, aber wenn die Qualität jetzt hinterher mit den 4K-Aufnahmen das hält, was die Werbung verspricht, dann bin ich ja ganz zufrieden, dass ich hier im Moment Kopf und Kragen und Quadrocopter riskiert habe, weil das ist hier nicht so ganz oben. Also im Wald fliegen ist eh schon so eine Sache für sich. Dann noch, wenn Wind ist, ist schon schwierig. Und dann an irgendwelchen komischen Klippen, wo es dann auch noch relativ böig ist, schon grenzwertig. Aber das Ergebnis rechtfertigt jeden Einsatz. Durch die Ultra-HD-Auflösung können wir beeindruckende Perspektiven und Einblicke filmen. Äste und Blätter sehen so zum Greifen nah und echt aus.